Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Leute, wollt ihr alle nicht mit mir reden oder warum kehrt ihr mir hier alle den Rücken zu? Na gut, wir probieren es mal. Schwester Seldina, ihr habt mir nun schon zweimal dabei geholfen, sie davon abzuhalten, Ferngrab und seinen Bewohnern zu schaden. Habt Dank dafür. Ich bin mir nicht sicher, warum Lyrant uns ausgewählt hat oder warum ihr überhaupt etwas an dieser Sache liegt. Doch solange dieser Kult meine Stadt bedroht, stehe ich euch bei. Ihr habt Schwester Seldina gehört. Sie plant eine Legion von Verkörperungen mit ihrem Kluftkataklysten zu erschaffen. Ja, ich habe es gehört. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern, wer ich bin oder wo ich herkomme. Aber ich habe in Ferngrab einen Sinn für mein Dasein gefunden. Deshalb mache ich weiter, um die Stadt und ihre Bewohner zu schützen. Ich werde nicht eher ruhen, bis wir Schwester Seldina und den Orden der Erwachenden Flamme aufgehalten haben. Ist die da so eine Art Mehlwürmer oder sowas? Das sieht ja richtig widerlich aus. Oh. Okay, Lyrant. Wir haben Seldinas Ritual aufgehalten und sie gezwungen, sich in die Flammenwirbelfeste zurückzuziehen. Doch wir haben nicht zugelassen, dass sie die Nokvros versprochene Armee beschwört. Und wir haben ihre Verkörperung besiegt. Nun ist sie auf der Flucht und kehrt zu ihrem Kluftkataklysten zurück. Diese Maschine fasziniert mich. Ihr findet das spannend? Sie plant, das Gerät einzusetzen, um eine Legion von Verkörperungen zu erschaffen, um in Ferngrab einzufallen. Und vergesst bitte nicht, dass ihr letztendliches Ziel Nirn ist, kleine Sterbliche. Sie hat vor, Ferngrab zu nutzen, um euer Reich Dagon zu opfern. Doch Seldina hat einen Weg ersonnen, um das Wesen eines Daedra zu ändern und ihn von Grund auf zu verwandeln. Das erfordert eine nähere Untersuchung. Also, wie finden wir den Kluftkataklysten? Eine Frage, die ich bedenken muss. Mir fallen ein paar Orte ein, an denen man so ein Gerät verbergen könnte. Keiner von ihnen ist besonders angenehm. Und wir sollten auch an die Klingenträger denken. Warum war ihr Schwert in der Feste? Nehmt fürs Erste dies als Belohnung. So ist es bei Sterblichen üblich, oder? Wir erhalten verstärkte Beine vom Set Hexos, Abschirmung und einen Fertigkeitspunkt. Seid ihr bereit, unsere Jagd nach dem Kluftkataklysten fortzusetzen, kleine Sterbliche? Ich nahm an, ihr würdet mehr Zeit wollen, um von den Freuden von Madame Caprice zu kosten oder die Pracht von Ferngrab zu erkunden. Nein? Wohlan denn. Gehen wir, bevor noch mehr Verkörperungen auf die Stadt losgelassen werden. Wie? Wir haben keine Ahnung, wo Schwester Seldina hin ist oder wo ihr Kluftkataklyst steht. Ihr irrt euch nicht bei eurer Zusammenfassung, doch uns bleiben noch Wege, die wir einschlagen können. Erinnert ihr euch an den zerbrochenen Schwertgriff, den ihr in der Flammenwirbelfeste gefunden habt? Er trägt das Zeichen des Klingenträger-Clans. Und wie hilft uns das? Die Klingenträger sind ein Dremora-Clan, der seinen eigenen Weg schmiedet. Sie haben kein Bündnis mit Merunes Dagon. Von daher finde ich es verwunderlich, dass ihr Wappen auf einer zerbrochenen Klinge in der Feste gefunden wurde. Ich will ihrer Beteiligung auf den Grund gehen. Mit eurer Hilfe natürlich. Ich werde euch helfen, dem Klingenträger-Clan und ihrer Verbindung zu den Ereignissen in der Feste nachzugehen. Die Klingenträger sind Nomaden, doch wir sollten sie in einer Siedlung namens Elendspitze finden können. In jener Region der Totenländer, die als das Karg bekannt ist. Wir müssen mit ihrem Kühnvogt Rynkyos sprechen. Ich treffe euch dort und bringt Arox mit. Wir könnten ihn noch brauchen. Was sollte ich über Rynkyos wissen? Rynkyos ist ein Kühnvogt der Klingenträger. Ein Clan umherziehender Dremora, die sich keinem Fürsten beugen. Wie der Rest seines Clans ist er wild, aber ehrenvoll. Er ist stolz auf sein kämpferisches Können und den Status seiner Kühen. Sterbliche interessieren ihn nicht. Seid ihr und Rynkyos Freunde? Freunde? Wohl kaum. Das ist ein Konzept der Sterblichen. Wenn ich die Vorstellung richtig verstehe, impliziert sie Zuneigung, Verletzlichkeit. Dass ihr ein solches Band Remora zuschreibt, ist amüsant. Doch ich kenne Rynkyos schon lange. Wir lagen nie im Zwist. Was ist mit Elendspitze? Was ist das?
Die Totenländer gehören Merunes Dagon, aber es gibt Orte, an die seine Schergen nur selten kommen. Elendspitze ist eine Art Zuflucht, eine Siedlung, wo Dremora ohne Clan und entkommene menschliche Sklaven eine karge Existenz fristen können. Daher der Name. Warum meint ihr, dass wir Rynkyos dort finden werden? Wie ich schon sagte, die Klingenträger sind Nomaden, die Dagon nicht die Treue geschworen haben. Daher nisten sie an Orten, die nicht unter direkter Kontrolle des Fürsten stehen. Elendspitze ist ein solcher Ort. Rynkyos Clan hält sich in diesem Zyklus meist dort auf. Was kann Rynkyos uns über Schwester Seldina oder den Standort des Kluftkataklysten erzählen? Er kann vielleicht erklären, warum seine Klingenträger an der Flammenwirbelfeste waren. Wenn Rynkyos mehr über die Umtriebe der erwachenden Flamme in den Totenländern weiß als wir, kann er uns vielleicht sagen, wo Schwester Seldina und ihre Maschine sich verstecken. Was, wenn die Klingenträger mit dem Orden der erwachenden Flamme verbündet sind? Dann weiß Rynkyos entweder von der Beteiligung seiner Kühnen oder er weiß es nicht. Wenn er es weiß, ist er ein Feind und wir erfahren vielleicht etwas, wenn wir ihn verhören. Wenn er nichts weiß, ist er ein möglicher Verbündeter. Und ein mächtiger noch dazu. Ja, dann hoffen wir mal auf Letzteres. Es ist unwahrscheinlich, dass ihr irgendwelche Diener von Merunes Dagon in Elendspitze finden werdet, Herren. Vor langer Zeit befahl der Fürst der Zerstörung, dass kein Daedra aus seinen Legionen dieses Ortes angesichtig werden sollte. Oder auch nur davon sprechen. Er war da recht beharrlich. Habt ihr es schon gehört? Wir treffen dort einen Dremora namens Rynkyos. Nie von ihm gehört, doch ich traue ihm nicht. Ich werde ihn genau im Auge behalten, Herren. Erschnüffeln, was er vorhat. Ich habe in dieser ansonsten so jämmerlichen Gestalt einen scharfen Geruchssinn. Ich würde es natürlich vorziehen, wieder gewaltig, groß und mächtig zu sein. Doch diese Gestalt bietet einige Möglichkeiten. Warum will Merunes Dagon, dass seine Legionen Elendspitze ignorieren? Ich weiß es nicht. Fürst Dagon hatte nicht die Angewohnheit, seine Gebote zu erklären. Ich habe gehört, die gesamte Stadt soll von irgendeinem anderen Ort aus in die Totenländer geschleudert worden sein. Doch ich war nie neugierig genug, um weitere Nachforschungen anzustellen. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe, Herren. Hüpfte mein Bündel, Arox. Und er sollte jetzt sagen, sofort, sterbliche Herrin. Ja, und wir müssen somit... Unser Werk steht noch am Anfang, Sterbliche. Diese Verkörperungen bedrohen nicht nur Ferngrab, sondern auch eure Welt. Schön, dass die mal mit einem redet, wenn man schon fast wieder draußen ist. Wir sollen sie in Elendspitze treffen. Das wäre dann in den Totenländern selber und da muss ich ein bisschen hinreiten. Das heißt, ich werde mich dahin jetzt direkt aufmachen und wir sehen uns gleich dort wieder. So, wir sind nun ganz in der Nähe und es gab, war das hier? Genau, es gab nämlich so eine Art kleinen versteckten Eingang. Ich sehe, die letzte Narrentöterin pflegt immer noch Umgang mit Sterblichen. Ich sehe einen Klingenträger, der seinen Horizont erweitern sollte. Ihr bereist einen sonderbaren Pfad, Lyrant. Ich verbünde mich nicht mit Kühen wie euch. Ich habe auch kein Bündnis angeboten. Sterbliche, sprecht mit Rynkyos. Erzählt ihm von der Flammenwirbelfeste. Sterbliche in den Totenländern existieren nur, weil Merunes Dagon sie duldet. Sie kriechen vor ihm in seinem Kult und schuften als seine Sklaven. Oder sie schleichen sich davon und verbergen sich an Orten wie diesem, in der Hoffnung, dass er sie vergisst. Zu welcher Sorte gehört ihr? Und warum sucht ihr die Klingenträger? Zu der Heldensorte. Ich habe ein Klingenträgerschwert in der Flammenwirbelfeste gefunden und Nokvruts sowie Kultisten der erwachenden Flamme.
Kein Klingenträger würde freiwillig eine Festung betreten, die Fürst Dagon treu ist. Ich bin auf der Suche nach den Clanmitgliedern, die verschwunden sind. Ihr sagtet, ihr hättet eines unserer Schwerter in der Flammenwirbelfeste gefunden. Sag mir, was wisst ihr über den Orden der erwachenden Flamme? Er hat versucht, meine Welt an Dagon auszuliefern, indem er sie mit den Totenländern verschmelzen wollte. Das habe ich aufgehalten. Ein wagemutiger Plan. Merunes Dagon hat schon zuvor Reiche der Sterblichen verschlungen. Oder zumindest Teile von ihnen. So wie die Siedlung, die ihr hier vor euch seht. Ihr habt Glück, dass der Plan fehlschlug. Was führt euch nun in die Totenländer? Rache? Eine neue Gefahr. Die Dagonisten haben eine Maschine gebaut, um Verkörperungen zu erschaffen. Ungeheuer, die meine Welt bedrohen. Wenn Dagons Diener meine Kühen niedergemacht haben, um diese Maschine zu schützen, werde ich sie bestrafen. Doch erst müssen sie aufgespürt werden. Meine Späher sind vor ihrem Verschwinden Gerüchten nachgegangen, die sie zu Zinoas Kerker und Jüns Gießerei geführt haben. Ich werde dort anfangen. Ihr könnt mich begleiten. Wer sind Jünd und Zinoa? Erzählt mir von ihnen. Jünd ist eine Tremora, Kynandatin. Sie studiert Relikte und Maschinen. Xenoras ist ein Xivilei. Er studiert Schmerzen. Sie sind beide Untergebene von Vakynas Nokvos, über den ihr berichtet hattet, dass ihr ihn an der Flammenwirbelfeste getroffen habt. Hatten die Klingenträger schon früher Ärger mit Vakynas Novrots? Könnte ich keine normalen Namen nennen. Wenn Dagons Ziele unseren in die Quere kommen, kämpfen wir allzu gern gegen seine Schergen. Fürst Dagon weiß das und heißt es willkommen. Wir sind dem Vakynas schon in der Schlacht entgegengetreten. Diese Sache mit Geheimnissen der Sterblichen und verschwundenen Dremora ist allerdings neu. Erzählt mir mehr über eure verschwundenen Clanmitglieder. Die Klingenträger kommen jeden Zyklus nach Elendspitze. Es bietet uns einen Ort, um unseren nächsten Feldzug gegen rivalisierende Clans zu planen. Als einer unserer Kriegstrupps nicht eintraf, entsandte ich Späher, um ihn zu finden. Sie erstatteten einmal Bericht. Danach verschwanden auch sie. Wo finden wir Jünd und Zinoa? Kynandantin Jünd ist Aufseherin in einer Gießerei im Karg, unweit von Elendspitze. Zinoas ist der Kerkermeister eines Kerkers in der Sänge, ein Ort des Leidens. Meine Späher haben berichtet, dass beide mehr über die Angelegenheiten der Sterblichen herausfinden wollen. Jeder auf seine Art und Weise. Ist es ungewöhnlich, dass Sie an Sterblichen interessiert sind? Es ist ungewöhnlich, dass zwei hochrangige Diener von Vakynas Nokvos sich plötzlich für Sterbliche interessieren. Ja. Nokvos hat für euresgleichen nur Abscheu übrig. Wäre das alles? Ich werde langsam ungeduldig. So, sie möchte nichts mehr sagen. Wir müssen die zwei Orte untersuchen. Ich bin gerade am gucken. Der eine ist hier in der Nähe, die Gießerei. Da gehen wir als erstes hin. Und der zweite ist dann hier unten. Das ist der Kerker. Dann... Leute, ich... Könnt ihr nicht einfach mal was sagen, wenn ich noch da stehe? Ich stehe da 2 Minuten lang und gucke, wo ich hin muss. Und stattdessen... Oh. Nein, ich kann leider gerade nicht. Ja, ich weiß, dass du mich ansprechen willst und dass du es jetzt gerade tust und überhaupt. Aber nein, ich habe keine Zeit. Ich wollte gerade sagen, ist der da gerade am Strullern oder was? Ich schieße. Ich schätze, wir müssen da runter. Die Sterbliche erscheint. Überraschend, aber annehmbar. Mensch. Ach, bist du derjenige, dem wir... Ach so. Ich hab schon keine Ahnung, wo die jetzt gerade herkommen. Oder was Basti da hinten eigentlich gerade macht mit dem anderen? Gut, aber er scheint ihn irgendwie zu beschäftigen, ohne zu blocken. Ich hatte erwartet, dass ihr auf dem Weg hierher getötet werdet. Vielleicht seid ihr doch wackerer, als ihr erscheint.
Dies ist die Gießerei von Jünd, einer Künandantin unter Valkynas Nokfors. Hier überwacht sie Dremora, die Dinge studieren und entwerfen, welche für den Valkynas von Interesse sind. Wonach suchen wir? Halte den Jünds Gießerei Ausschau nach einer seltsamen Maschine oder Dokumenten über Maschinen der Sterblichen. Ich werde nach Spuren meiner Klingenträger suchen und alle Kürle befragen, die ich finden kann. Es gibt eine Ritualstätte im Norden. Trefft mich dort, sobald ihr die Gießerei gründlich durchsucht habt. Ihr wollt nicht gemeinsam suchen? Das wäre eine ineffiziente Nutzung meiner Zeit und meiner Fähigkeiten. Erwartet nicht, dass ich euch bewache, Sterbliche. Doch falls ihr sterbt, was euch Sterblichen allzu oft passiert, gebe ich Lyrant Bescheid, wenn es gerade passt. Ich werde Jüns Gießerei durchsuchen und euch an der Ritualstätte treffen. Ich hatte schon einige Male mit Künandantin Jünd zu tun, doch ich habe Vorbehalte gegen jede Dremora, die sich mit Erfindungen der Sterblichen befasst. Das ist eine unziemliche Angewohnheit. Warum mögt ihr keine Sterblichen? Nicht mögen? Um etwas nicht zu mögen, muss man mit ihm vertraut sein. Ich bin mit euresgleichen nicht vertraut und auch nicht sonderlich neugierig auf euch. Ihr seid einfach unwichtig. Ich meine das nicht als Beleidigung. Ich bin mir sicher, für euch seid ihr sehr wichtig, was Sterbliche anbelangt. Ist es euch unangenehm, mit mir zusammenzuarbeiten? Annehmlichkeit ist kein Konzept, über das ich viel nachdenke. Es ist etwas, wonach die Sterblichen streben, um sich vor ihren Ängsten und Sorgen zu schützen. Zumindest habe ich das so gehört. Dremora verstehen nur wenig von Angst, weshalb die Vorzüge von Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten für sie bedeutungslos sind. Nach dem Abschluss meiner Ermittlungen werde ich nur kurz an der Ritualstätte warten. Beeilt euch mit euren Untersuchungen, falls ihr Wissensstände abgleichen wollt. Okay. Dieser Rynkios weiß nicht, was er von euch halten soll, Herrin. Er scheint eher misstrauisch zu sein. Ja. Nee, echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Wo haben Sie die Dremora gefangen? Hallo? Was war das denn? Jüns Bauplan. Okay, das kennen wir doch irgendwoher. Eine seltsame Zeichnung, Herrin. Hat Jünd vor, dieses Ding zu bauen? Tja, ich schätze, das haben sie irgendwie alle. Durchsucht Jüns Gießerei. Untersucht die Gießerei, untersucht den Kerker. Ja, ich dachte eigentlich, wir wären jetzt hier fertig, aber der Kreis ist immer noch da, ne? Das heißt, wir müssen noch andere Punkte finden, nehme ich an. Wo irgendwas liegt oder nicht. Boah, was ist denn das wieder für ein Mist hier? Ich bin mit Vollgas am Reiten und stehe auf einmal, also... Herrin! Ich spüre einen Todesstein. Findet ihn, dann erfahren wir vielleicht etwas. Ja, doch da hinten, ne? Ja, hier hinten. Ich wusste, dass diese Künandantin mich nicht freilässt. Selbst wenn ich die Notizen entschlüssle, die Schwester Seldina gestohlen wurden. Nokfors glaubt, er kann einen Kataklysten erschaffen, soll sie mich umbringen. Er wird Schwester Seldinas Genie nicht gewachsen sein. Ah, Nokfors will die sterbliche Seldina untergraben. Zwei Fraktionen, die um Fürst Dagons Gunst buhlen. Hoffen wir auf Ströme von Blut. Tja. Okay, aber wir müssen offenbar noch irgendetwas finden. Aber da ist nichts mehr. Da ist, upala, da ist auch nichts mehr. Da gehen wir wieder raus. Da oben waren wir schon. Dann müssen wir doch da hin. Och, geht mir doch mal nicht auf die Nerven hier. Ich muss ja erstmal sehen, wo ich überhaupt hin muss.
Aber von da oben kommen wir doch gerade. Hier bei dem ist auch nichts. Dann sind wir da noch nicht hochgelaufen. Aber das ist doch das Gleiche. Dann kommen wir wieder hier aus. Moment. Ich laufe jetzt hier. Oder sind wir hier oben nicht gewesen? Komm, jetzt geh mir nicht auf den Sack. Stirb einfach. So. So, da. Hier sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen, weil hier ist nämlich noch eine... Aber wenn ich da jetzt runterspringe, komme ich nicht mehr hoch, oder? Ich hoffe, ich komme hier noch hoch. Alter, wer ist das denn jetzt schon wieder? Mann! Irgendwie gab es hier einen Trick, wieder hochzukommen. Das weiß ich noch. Kam ich da rechts oder links hoch? Ah ja, da kann man einfach hochlaufen. Okay. Da oben können wir reinlaufen. Aber ich glaube, da kommen wir zu dem Boss, oder? Nee, doch nicht. Oder doch, keine Ahnung. Hier bin ich... Ach so, genau. Hier oben war ich doch. Dann war das doch richtig. Dann bin ich hier wieder runter. Das ist der Kerker. Oh, ist das nervig, wenn man nicht weiß, wo man rumlaufen muss. Das ist ganz weit außen. Das heißt, hier dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Also nichts mehr sein. Ach, da geht's noch weiter. Okay. Dann schauen wir doch mal hier nach. Das sieht gut aus. Da. Kommandantin Jünd, weil Kynas Nokvros meinte, dass ihr verantwortlich für das Beschaffen möglicher Versuchspersonen seid. Falls dem so ist, vernachlässigt eure Pflichten. Damit ich Verkörperungen erschaffen kann, die den Zwecken Fürst Dagons angemessen sind, brauche ich mehr Dremora. Der Clan ist mir egal. Übergebt sämtliche Gefangenen in eurer Abhut an den Verwüster, der diesen Brief überbringt. Und dann findet mehr von ihnen. Darüber hinaus verschwanden einige Akolyten der erwachenden Flamme in Karg, unweit eurer Gießerei. Weist eure Kühen an, das Gebiet zu durchsuchen. Ich will, dass sie ausfindig gemacht werden. Schwester Seldina. Die Sterbliche wagt es, Jünd Befehle zu geben? Und Nokvros? Arrogant. Warum braucht sie so viele Dremore? Tja, das gilt es herauszufinden, ne? Wobei eigentlich wissen wir es ja schon. Moment, jetzt bin ich aber wieder draußen, oder nicht? Der sollte doch hier sein, oder nicht? Ist noch was? Was habt ihr denn damit vor? Trefft ihn an der Ritualstätte. Das ist doch hier oben drauf, oder nicht? Oder habe ich jetzt die Abbiegung? Ich habe die Abbiegung, glaube ich, irgendwie übersehen. Ich dachte, Jünd würde euer Fleisch in Streifen schneiden. Ihr seid härter, als ihr ausseht. Ich weiß gar nicht, ob ich Jünd überhaupt begegnet bin. Ich habe einfach nur alles platt gemacht oder bin weitergelaufen. Sterbliche haben zu viele Gesichtsausdrücke. Eure Miene sagt mir nichts. Habt ihr in der Gießerei etwas gefunden oder seid ihr bei eurer Aufgabe gescheitert? Jünd versucht, die Pläne des Kults nachzuahmen. Boah, diese Namen. Nokvros will seinen eigenen Kataklysten bauen. Zu welchem Zweck? Fürst Dagon hat Valkynas Nokvros und seinen Untergebenen befohlen, den Sterblichen seines Kults, der erwachenden Flamme, zu helfen. Zumindest habe ich das gehört. Wenn die Sterblichen ein Werkzeug für den Fürsten ersonnen haben, warum sollte der Valkynas dann ein eigenes brauchen? Da ist noch mehr. Schwester Seldina hat Jünd befohlen, ihr weitere Dremora zu schicken. Dieser Gestank von sterblichen Lügen und Tricksereien. Sterbliche versklaven keine Kühen. Und doch, ich habe Spuren gefunden, die von meinen Klingenträgern hinterlassen wurden. Kühen von vielen Clans versammelten sich hier, ehe sie woanders hingebracht wurden. Sollten wir... zu Noats Festung suchen? Ja. Kühn sollten nicht von Sterblichen missbraucht werden. Allein der Gedanke beleidigt mich.
Ich muss Spuren meiner vermissten Clangeschwister finden. Trefft mich bei Zenoas Kerker. In dem Gebiet gibt es viele tiefe Schluchten. Fallt dort nicht hinein und sterbt. Nach was für Spuren suchen wir? Ihr seid keine Klingenträgerin. Ihr habt nicht die Mittel, um die geheimen Symbole meiner Kühnen wahrzunehmen. Wir sind Teil des Vergessens, aus seiner Substanz geschaffen. Es ist ein leichtes, einen Eindruck zu hinterlassen, den andere unseres Clans spüren können. Wenn jeder Dremora das wahrnehmen kann, wie kann es da ein Geheimnis sein? Wir sind Klingenträger. Alle Kühen meines Clans sind paktgebunden, aneinander. Der Clan-Pakt vereint uns in einem Ziel und stimmt uns aufeinander ein. Ich kenne meine Kühen und kann das sehen, von dem sie wollen, dass ich es sehe. Andere können das nicht. Es ist eine Verbindung, die nie gelöst werden kann. Nicht einmal durch den Tod? Der Clan-Pakt formt uns. Er legt unser grundlegendstes Wesen fest. Ein Klingenträger zu sein, ist keine Frage der Treue. Es ist das, was ich bin. Was ich immer sein werde. Sollte diese Form vernichtet werden, werde ich in einem neuen Körper wieder erscheinen. Doch der Clan-Pakt bleibt bestehen. Wir sterben nicht, Sterbliche. Wir werden dem Xivilai Zenoas nachgehen. Ich treffe euch dort, falls ihr die Reise überlebt. Ja, die Reise wird nicht das Problem sein. Na gut, wir müssen dann hier unten hin. Das dauert natürlich dann auch wieder entsprechend länger. Deswegen mache ich mich jetzt auf und wir sehen uns dann im nächsten Video am Zielort wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.